Bevor man eine Kurate sind, gehen sie ins Restaurant gegessen. Und wenn sie Kurate sind, merken sie, dass man dort auch noch zu trinken bekommt. Ich gehe immer am Mittwoch an unseren Stammtisch. Am letzten Mittwoch haben sie es gerade von ihren Frauen gehabt. Da sagt der Ernst zum Freddy: Ja, ja, 20 Jahre sind meine Frau und ich die glücklichsten Menschen gewesen. Ja, und dann? Ja, da sind wir uns begegnet. Da sagt einer zum Köbi: Ja, ja, man merkt, dass du geheiratet bist. Es fehlt dir nie mehr ein Knopf am Joben, die Hemden sind immer gebügelt. Da sagt der Köbi: Ja, ja, das ist das Erste, was meine Frau gelernt hat. Aber mich nimmt ja noch Wunder, was dich an deiner Frau nach 30 Jahren Ehe noch reizt. Da sagt der andere jedes Wort. Rechts von mir ist ein Witwer gesessen. Da fragte der Hugo: An was ist eigentlich deine Frau gestorben? Ja, sie hat immer wollen Recht haben. Ja, aber wegen dem stirbt man doch nicht. Doch, doch, sie hat stief vom Fest behauptet, das, was sie koche, sei der kein Knollenblätterpilz. So, so, ja. Ja, und wie hast du deine neue Freundin kennengelernt? Ja, durch ein Inserat in der Zeitung. Ja, und bist du zufrieden mit ihr? Nein, nein, ich habe die Zeitung schon wieder abgestellt. Aber los, wer ist denn bei euch der Herr im Haus? Ja, das ist ja so. Die Frau befiehlt den Angestellten, der Sohn befiehlt dem Hund und ich habe den Garten übernommen. Aber mich müsst ihr ja nicht anzünden, gell? Apropos Herr im Haus. Ich habe nämlich gehört, du hättest die letzten Wochen so Mais gehabt mit deiner Frau. Wie ist es ausgegangen? Ja, bestens wie immer. Auf allen Vieren ist sie anzukriechen gekommen. So, und was hat sie gesagt? Komm sofort unter den Tisch führen. Da sagt der links von mir: Meine Frau und ich haben uns in unserer Ehe noch nie gestritten. Ich hoffe nur, dass die zweite Woche auch so gut geht. Zwei habe ich gesagt: Ja, no, ich habe gehört, deine Erbtante sei scheint böse auf dich. Wieso eigentlich? Ja, weisst du, Gusti, ich schicke doch zu jedem Fest einen schönen Gruß. Frohe Ostern oder ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und seit ich geschrieben habe, ich wünsche dir eine frohe Himmelsfahrt, ist sie verrückt mit. In dem Moment kommt der Sepp mit seiner Frau rein. Die zwei sind da zu uns an den Tisch gesessen und der Sepp hat gerade eine Runde Schnaps spendiert. Die Frau hat natürlich müssen mittrinken. Die nimmt den zünftigen Schluck, schüttelt sich und sagt: Das ist ja gefürchtig, was du da trinkst. Da sagt er: Siehst du jetzt, und du meinst immer, ich gehe zum Vergnügen ins Wirtshaus. Dann schaut er einen anderen so an, sagt zu einem: Und, wie geht's dir? Bist du auch noch nicht so lange geheiratet? Ja, ich lasse mich, glaube ich, scheiden. So, und warum? Ja, meine Frau hat eine furchtbare gewohnt. Die geht nie vor der 4 Uhr am Morgen ins Bett. Ja, was macht denn die so lange? Die warten, bis ich heimkomme.
Da sagt der andere, meine Frau schimpft auch immer, wenn ich erst am Morgen heimkomme. Dann musst du es machen wie ich. Ich wette mit ihr um 10 Franken, dass ich Punkt am 12 Uhr daheim bin. Habe ich gesagt, ja, und das soll gut sein. Ja, weißt du, ich lasse sie darum gönnen, dann hat sie Freude. Da sagt der Oski auf einmal, ja, seit ich vor einem Jahr den Kellerschlüssel verloren habe, habe ich nie mehr Streit mit meiner Frau. Und ich gesagt, ja, ist sie denn nicht böse geworden, wo du den Schlüssel verloren hast? Ja, ich weiss es doch nicht, ist immer noch im Keller unten. Habe ich zu ihm gesagt, hast du einen Kosenamen für deine Frau? Da sagt er, ja, Sternschnuppe. Was? Sternschnuppe? Das ist aber ein komischer Name. Ja, weißt du, Gusti, vor 12 Jahren war sie mein Stern und heute ist mir Schnuppe. Da sagt der Charlie, ich habe ein Problem mit meiner Schwiegermutter. Ja, meine Schwiegermutter ist wie eine Tageszeitung. Habe ich gesagt, warum schwätzt sie so viel? Nein, sie kommt alle Tage. Da schaltet sich der Jean-Pierre ein und sagt, du Hans, erzähl mal, wie war das eigentlich mit deinem Unfall? Wie ist der ausgegangen? Da sagt er, ja, als ich aus meiner Ohnmacht verwachen bin, sehe ich gerade, wo die Frau ihr schwarzes Kleid auszieht und sagt, auf dich kann man sich aber auch gar nie verlassen. Habe ich zu ihm gesagt, das ist aber schön, dass du mit deiner Frau wieder rauskommst. Ich habe euch nämlich gestern zugeschaut, wie ihr miteinander Holz gespalten habt. Er sagt, ja, was heisst da Holz spalten, Gusti? Möbel haben wir aufgeteilt. Da sagt der Jean-Pierre, ja, hört mal, meine Frau hat einen Tick. Die hat 30 Katzen in der Wohnung. Also, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das stinkt. Da habe ich gesagt, ja, dann mach doch einmal das Fenster auf und dann lüfte. Dann sagt er, spinnst du eigentlich, das Fenster aufmachen und dann meine 300 Kanarienvögel. Dann kommt der Pöster rein und gibt dem Kari einen Brief. Schau da, der ist für dich. Jetzt hat der Kari den Brief schnell aufgemacht, aber es war nur ein leeres Blatt drin. Das sagt er, der Brief ist von meiner Frau. Da habe ich gesagt, wieso weißt du das? Ja, wir reden darum seit 3 Jahren kein Wort mehr miteinander. Da sagt der andere, ja, es ist schon komisch mit dem Reden. Ein paar Wörter auf dem Standesamt gesagt und schon bist du geheiratet. Da sagt der Lorenz, ja, ja, und ein paar Wörter im Schlaf brummelt und schon bist du wieder geschieden. Apropos geschieden, ich habe jetzt aber gehört, du hättest wieder geheiratet. Wie fühlt man sich so als zweiter Ehemann? Sagt ja immer jünger. Ich rauche sogar wieder heimlich auf der Toilette. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, wie ist deiner Frau das erste Mittagessen geraten? Dann sagt er, oh, sag nichts, sogar das Kochbuch ist noch verbrannt. Ja, man hat dann gleich müssen langsam an den Heimweg denken, oder? Da sagt der Hans, oh, wenn ich jetzt heimkomme, will ich ein kleines, weisses Müsli sein. Habe ich gesagt, du hast aber komische Wünsche. Da sagt er, weisst du, Gusti, Müsli ist darum das Einzige, wo meine Frau Angst hat davor. Wenn wir daheim zu getorkelt sind, kommt der Polizist und haut den Hugo an. Da sagt er zum Polizist, so, lass mich durch, ich muss zu einem Vortrag. Da sagt der Polizist, sie wird mir doch nicht angeben, dass sie die Nacht am Eis zu einem Vortrag müssen. Da meint der Hugo, ja, dann kennen sie aber meine Frau schlecht. Da meint der andere, ja, meine Frau lässt mich nur in die Wohnung gehen, wenn ich vorher durchs Schlüsselloch blase. Da sagt der Schorsche, mach's doch einfach wie ich. Ich esse am Schluss noch ein bisschen Appenzeller Reiskäse und meine lässt mich immer rein.
Dann sagt der andere, ja, das habe ich auch mal gemacht. Hat sie gesagt, ich soll anständig vor die Tür anstehen. Meine Mutter am Nachmittag ein paar Freundinnen und Frauen aus dem Haus zu einem Kaffeekränzchen einladen wollte, musste ich ins Parterre runter, um dieser Frau die Einladung zu überbringen. Da kommt gerade ihr Mann heim, reißt die Tür auf und ruft: Was gibt's zum Essen und was machen die Kinder? Da sagt die Frau: Schnitzel und Masern. Ja, die haben viele Kinder. Im ersten Jahr haben sie Vierlinge bekommen, im zweiten Jahr Drilling und das letzte Jahr Zwilling. Da hat der Mann gesagt: Gott sei Dank, es geht schon langsam nach. Nach dem Essen musste ich gerade nochmal müssen, aber da sehe ich den Mann beim Abwaschen. Da habe ich gesagt: Ja, helfen Sie Ihrer Frau immer beim Abwaschen? Da sagt er: Ja, weisst du, Gusti, sie hilft mir dafür abends bei der grossen Wäsche. Das ist halt, wenn man so viele Kinder hat. Und den grössten Krampf habe ich, wenn ich abends muss, die Kleinen trocken legen. Da habe ich gesagt: Ergänzen Sie doch Trockenmilch, dann müssen Sie es nur abstauben. Der hat nur den Kopf geschüttelt und ist in die Stube durchgelaufen und hat die Zeitung angeschaut. Du Frau, da steht, dass die meisten berühmten Männer ganz unbedeutende Väter hatten. Da meint die Frau: Ja, da haben ja unsere Söhne noch alle Chancen. In diesen Zeitungen hat es abends so einen Leserbriefkasten. Da hat einmal einer geschrieben: Lieber Briefkastenonkel, ich habe meiner Frau vor 30 Jahren die ewige Treue geschworen. Damals wog sie 60 Kilo. Heute wiegt sie 120 Kilo. Muss ich den anderen 60 Kilo auch treu bleiben? Nebendran ist gestanden, dass ein Geschäftsmann gefunden hat, dass seiner Frau etwas Langes, Flüssendes ganz gut stöche. Da hat er sie die Limme gehalten.
Ich habe natürlich nicht lange Zeit gehabt, um die Zeitung zu lesen, oder? Ich wollte doch wissen, etwas Süßes posten für das Kaffeekränzchen. Bin dann auch geschwind ein Mineral trinken. In dem Beizchen, wo ich abgesessen bin, haben sie noch eine Bar gehabt. Habe ich gerade gehört, wie die Barmeid zu einem Gast sagt, warum gehen sie nicht heim? Weil meine Frau eine Scheisslaune hat. Und warum hat sie eine Scheisslaune? Weil ich nicht heimkomme. Am Tisch nebenan sind zwei Männer gesessen und haben zwei Frauen beobachtet, die aus einem Auto steigen. Schau, die im blauen Kleid ist meine Frau und die blond ist meine Freundin. Da sagt der andere komisch, bei mir ist es gerade umgekehrt. Im Hinterzimmer von dem Beizli sitzt zweimal in der Woche eine Wahrsägerin. An dem Nachmittag war sie auch dort. Da habe ich gerade gehört, wo sie zu einer Frau sagt, ui, das ist ja schrecklich. Ihr Mann wird bald an einem gewaltsamen Tod sterben. Da fragen die Besucherin, und was passiert mit mir? Wird man mich freisprechen? Ich habe ja nicht so lange Zeit gehabt, um rumzuhocken, oder? Mutter hat doch auf die beiden Torten gewartet, die ich abholen musste. Ich bin dann wieder Blitz heim und schon bald sind die Ersten eingetroffen. Da sagt Gott eine, bringt ihr eure Männer am Morgen auch so schlecht aus dem Bett raus? Da sagt die eine ganz im Gegenteil, meine Kumpel da mich zum Bett aus. So, wie machen denn sie das? Ganz einfach, ich lege am Abend Hundekuchen unter das Bettküsse und am Morgen lasse ich die Hündin. Ja, sieh, was ist eigentlich Ihr Mann von Beruf? Erfinder. So, Erfinder. Was erfindet er denn? Ausreden. Da sagt die andere, mein Mann hat halt eine Schlüsselposition in der Firma. Ja, was? Ist ein Prokurist? Nein, Hauswart. Ja, was ich gehört habe, Ihre Tochter hat sich scheint's gut verheiratet. Stimmt das? Klar, stimmt's. Und was ist er von Beruf? Verkaufsleiter, er hat 200 Personen unter sich. Das ist noch gar nichts. Mein Schwiegersohn hat 2000 Menschen unter sich. So, was ist denn der von Beruf? Friedhofgärtner. Eine Mutter von einer jung verheirateten Tochter erzählt, gerade gestern habe ich meine Tochter gefragt, liebst du deinen Mann immer noch gleich? Da sagt sie, ja weisst Mami, der ist so lieb mit mir und sagt mir so liebe Sachen. Häsli oder Müsli. Und da habe ich zu einer gesagt, ja, das kenne ich. Später werden die Tiere immer grösser. Ja, die Liebe ist halt schön. Gestern hat mich mein Mann während der ganzen Fernsehsendung geliebt. So, was war das für eine Sendung? Die Ziehung von der Lottozahlen. Eine hat das Thema wechseln und sagt zu meiner Mutter, ihr seid doch das letzte Jahr in Italien in der Ferien gewesen. In welchem Hotel habt ihr eigentlich logiert? Da sagt die Mutter, ja, ich weiss es nicht mehr genau, aber Gusti, geh doch mal geschwind ins Bad raus und schau, was auf den Handtüchern steht. Da ruft einer, ja, mein Mann behandelt mich schlechter als ein Hund. Ja, wieso denn? Ja, kauft mir kein Halsband. Da sagt der andere, also ich habe meinen Mann spät heimgekommen, gründlich abgewöhnt. Wenn er amigs in den Socken ins Schlafzimmer jetzt schleichen kommt, dann sage ich amig, bist es du kurz. Ja, und jetzt? Mein Mann heisst doch Sepp. Da sagt der andere, ja, mein Mann hat es vor seiner Hochzeit auch wild getrieben. Immer wenn sie in der Nacht blitzt, fahrt er auf und ruft, ist schon gut, ich kaufe negativ. Da sagt der Feinmann ein, ja, die Probleme habe ich halt nicht. Mein Mann frisst mir aus der Hand. Da sagt ihre Freundin, das ist ja praktisch, da musst du schon nicht mehr abwaschen. Da sagt der andere, mein Mann war vor 3 Wochen in Frankreich und hat mir einen günstigen Rembrandt gekauft. Ja was, und wie viele Kilometer hat er drauf?
Ja, was meinst du, gestern ist mein Manfred vor mir auf die Knie gefallen? Da sagt die andere. Ich habe euch ja immer gesagt, ihr solltet den Stubenteppich anders verlegen. Da sagt die Freundin von der Mutter. Ich hätte doch so gerne auf den Geburtstag ein Velo bekommen. Ich habe meinem Mann die längste Zeit vorgeschwärmt, wie gesund das es ist, an der frischen Luft in die Pedale zu treten. Und jetzt, was haben sie bekommen? Ja, nichts, da hat man nur mit Nähmaschinen auf den Balkon rausgestellt. Ja, bei denen hat sowieso nicht mehr alles geklappt. Er war Reisender und die letzte Woche ist er mal unverhofft heimgekommen. Die Frau empfängt ihn mit verschudelten Haaren und gibt ihm ganz flüchtig einen Kuss und zieht sich sofort in die Küche zurück. Aber der Bub, der begrüßt ihn ganz stürmisch und sagt immer, du Papi, komm geschwind, im Kasten ist ein Gespenst. Dummes Zeug, Gespenste gibt's doch keine. Mal, Papi, mal, komm geschwind, komm schau im Kasten rein vom Schlafzimmer. Jetzt der Vater hat dem Sohn natürlich nachgegeben und ist mit ins Schlafzimmer rauf, macht die Tür auf und wirklich, da steht sein bester Freund ohne Kleider. So, dem sagst du also Freundschaft. Jahrelang habe ich dich durchgefuttert, habe dich zum Prokurist gemacht und hast sogar noch den Schlüssel zum Safe. Und zum Dank für alles kommt dir nichts anderes in den Sinn, als meinen Bub zu verschrecken. Wenn man bei uns vor dem Standesamt steht, kann man manchmal die unmöglichsten Gespräche belauschen. Gerade vor ein paar Wochen ist ein Pärchen da gestanden, da sagt sie zu ihm, du Schatz, bin ich wirklich die Erste, die du geküsst hast? Da sagt er, ja, das ist schon möglich, bist du im Herbst 54 in Luzern gewesen? Nachher bin ich geschwind rein, vor dem Standesbeamten stehen drei Personen, Trauzeugen und Brut.
Da sagt der Standesbeamte zu der Braut, es ist bereits 5 Minuten über den abgemachten Termin, wo bleibt dann ihre Bräutigam? Und da sagt sie ganz enttäuscht, ja, in dem Fall hat er gleich noch ein Billett für den Match bekommen. Bei der Tür nebendran ist auch ein Bärli gestanden. Und sie hat ihn angestrahlt und sagt, du Schatz, wenn wir geheiratet sind, werden wir 4 Kinder haben. Da sagt der Bräutigam, wieso weißt du das so genau? Ja, weil die Kinder jetzt noch bei der Mutter sind. Aber los, ich muss dir etwas gestehen. Ich bin eine Prostituierte. Aha, ja, das macht doch nichts, dann gehst du halt in deine Kille und ich in meine. Ja, früher ist aber ich noch etwas anders zu und her gegangen bei diesen Hochsiegen. Ja. Ja, mein Grossvater zum Beispiel, der hat noch hoch zu Ross geheiratet. Und wenn man ihn nochmals fragt, wieso dass er schon seit 48 Jahren lang mit der Grossmutter ausgehalten hat, erzählt er immer die genau gleiche Geschichte. Also, als ich geraten habe, bin ich nach dem Hochsiegessen mit meiner Frau hoch zu Ross heimgeritten. Da auf einmal stürchelt das Ross. Da habe ich gesagt, einmal. Nach 10 Minuten stolpert das Tier wieder. Da habe ich gesagt, 2-mal. Nach ein paar Minuten ist der Gaul schon wieder gestürchelt. Da habe ich gesagt, 3-mal. Bin abgestiegen und hat das Ross verschossen. Jetzt hat meine Frau angefangen zu schimpfen. Und als sie nach 5 Minuten mit ihrer Schimpftirade fertig war, habe ich gesagt, 1-mal. In dem Haus, wo ich wohne, haben sie in letzter Zeit einen Wechsel gehabt. Im ersten Stock wohnt beim Vertreter. Und an einem Nachmittag kommt er unverhofft heim. Jetzt, wo er ins Schlafzimmer reinkommt, liegt dort eine brennende Zigarre. Woher kommt die? Die Frau hat ihn ganz verschrocken angeschaut und sagt nichts. Ich will jetzt wissen, woher das die Zigarre kommt. Da tönt es aus dem Kasten raus. Denk aus Havanna, du Dubu! Im zweiten Stock ist ein frisch verheiratetes Paar eingezogen und nach der Hochsignacht sagt sie zu ihm, du Liebe, ich muss dir ein Geständnis ablegen, ich habe Asthma. Da sagt der Mann, ho, bin ich froh, ich habe schon gemeint, du hättest mich die ganze Nacht auspfiffen. Er ist noch ein Netter, wer hat uns letzte in dem Beizli bei uns am Ecken getroffen und auf dem Heimweg sagt er, Gusti, was ist, kommst du noch zu einem Kaffee? Ja, ich konnte nicht Nein sagen und bin dann mit. Jetzt, wo er den Briefkasten aufmacht, hat es einen Brief drin, er macht ihn auf und hat gerade laut vorgelesen. Sehr geehrter Herr, da ich erfahren habe, dass Sie vor meiner Heirat mit meiner jetzigen Frau in näheren Beziehung gestanden haben, muss ich Sie ersuchen, in Zukunft unser Haus nicht mehr zu betreten. Sie ist gerade in die Wohnung auf und hat ihm zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr, ich bestätige heute den Empfang Ihres Rundschreibens. Der hat müssen essen, oder? Der hat mich in die Stube verpflanzt. Da habe ich aber gerade gehört, in der Küche raus, wo die Frau zu ihm sagt, also weisst Schatz, ich bin schon ein bisschen beschämt, wie wir leben. Die Mutter zahlt uns die Miete, die Tante kauft uns alle Kleider, meine Schwestern schicken uns Geld für die Lebensmittel. Also so kann das nicht weitergehen. Da sagt er, ja, da hast du ganz recht, deine beiden Brüder könnten auch mal etwas zahlen. Also mir war es bei dem Krach nicht mehr wohl. Ich habe mich da verabschiedet. Als ich einen Stock höher komme, haben die Müllers auch gerade wegen der Kleider gestritten. Da sagt sie, jetzt schau mal den alten Fahnen an. Mit dem kann ich doch unmöglich in die Oper. Wir müssen uns ja blamieren. Da sagt der Mann, ja, hast ganz recht, Schatz. Ist gut, dass du es eingesehen hast. Darum habe ich ja nur 1 Billett genommen.
Die war dann schön sauer auf ihrem Mann. Als er heimgekommen ist, hat sie schon geschlafen. Jetzt, dass er sie nicht wecken muss, legt er einen Zettel aufs Nachttischli. Bitte um 7 Uhr wecken. Als er am Morgen verwacht ist, ist es bereits 10 Uhr und auf dem Nachttischli liegt ein Zettel. Aufstehen, es ist 7 Uhr. Zum Mittag ist er heimgekommen zum Essen und hat hinterbiegen. Da sagt er zu ihr, wieso isst sie nichts? Das Pilzgericht ist ausgezeichnet. Woher hast du das Rezept? Da sagt sie, aus einem Krimi. Ja, aber es hat ihm nichts gemacht. Als er am anderen Mittag wieder heimkommt, sagt die Frau, musst entschuldigen, aber heute gibt es nichts zum Mittag. Wir hatten einen Stromausfall gehabt. Was Stromausfall? Wir haben doch einen Gasherd. Ja, aber der Büchsenöffner ist elektrisch. Also gut, aber auf die Abend wollte ich etwas rechts. Ich habe meinen Freund eingeladen. Ja, sag mal, geht's dir noch? Auf heute Abend hast du deinen Freund eingeladen. Also ich habe nichts rechts zum Anlegen, bin schlecht frisiert. Zum Essen haben wir auch nichts gescheit. Zum guten Wein können wir auch nicht offerieren. Den Strom haben sie uns abgestellt und die Kinder haben Masern. Dann sagt er, ja, und jetzt? Mein Freund will darum demnächst heiraten und ich wollte ihm nur zeigen, was auf ihn zukommt. Ja, ich habe mich dann verdrückt. Das ist halt eben der Nachteil in diesen Neubauten, dass alles gehört, weil halt die Wände so dünn sind. Schräg oben uns wohnt ein jüngeres Ehepaar. Sie ist Sekretärin und zeigt ihrem Mann am Abend einen tollen Brillantring. Schau mal, Schatz, mein Chef und ich sind doch in einer Lotto-Gemeinschaft und am Samstag haben wir endlich einmal gewonnen. Eine Woche später kommt die Frau mit einem traumhaft schönen Persianermantel heim. Schau mal, den tollen Mantel. Du weißt doch, dass mein Chef und ich in einer Lotto-Gemeinschaft sind. Weißt du, man hat am Samstag schon wieder gewonnen. Jetzt ist sie im Schlafzimmer und ruft den Mann. Du, Liebe, könntest du mir nicht gerade ins Bad einlaufen lassen? Ich will mich schnell ein bisschen frisch machen. Jetzt ist der Mann dann ins Bad und hat das Zeug weggemacht, wo sie will, ins Bad rein. Sieht sie, dass nur ganz wenig Wasser in dieser Wanne rein hat. Dann sagt sie, wieso lässt du nur so wenig Wasser rein? Dann sagt der Mann, weisst du, ich will darum nicht, dass der Lottozettel nass wird. Die sind dann gleich fort miteinander. Als sie wieder heimkommen, habe ich gerade gehört, wo sie zu ihm sagt, du, los, da schleicht einer im Stegenhaus rum. Dann sagt er, ja, bist spät, ist es? 3:30 Uhr. Ja, dann bist nicht ich. Am anderen Morgen sind sie am Tisch gesessen. Und dann sagt er zu ihr, weisst Schatz, wenn ich am Morgen so frisch rasiert bin, dann fühle ich mich gerade 10 Jahre jünger. Dann meint die Frau, wieso rasierst du denn nie am Abend? Dann schaut sie ihn so an und sagt, würdest du mich auch noch lieben, wenn ich im Bett eine Enttäuschung wäre für dich? Dann sagt er, klar, das beweise ich dir doch jeden Tag. Weisst du noch, wie kalt das war, als wir geheiratet haben? Ja, ich weiss es noch, es freut mich jetzt, wenn ich noch... Und ich habe übrigens gerade von der Meieri übernommen vernommen, dass ihr Mann eine Freundin hat. Hast du jemanden auch eine? Sie ist ganz rot angelaufen und sagt, ja, warum? Gott sei Dank, ich habe schon gemeint, wir können uns das nicht leisten.
Bin ich habe mich noch viel in der Sommerferien zu meinem Onkel und zu meiner Tante in die Ferien. Ich mag mich noch gut erinnern. Da ist er einmal an einem Abend stocksauer von der Arbeit heimgekommen, hängt den Schoppen in den Kasten, rührt die Schuhe in den Ecken, nimmt eine Zeitung und sitzt aufs Sofa. Da sagt meine Tante: Du solltest dir mal ein Beispiel nehmen an unserem Nachbar. Wenn der heimkommt, ist er immer zärtlich zu seiner Frau. Er gibt ihr einen Kuss und umarmt sie. Warum machst denn du das nicht? Da sagt mein Onkel: Du hast ja noch Nerven. Kenn doch die Frau gar nicht. Meine Tante hat sich ins Schlafzimmer zurückgezogen. Da rief der Mann hinten rein: Du hast ein wunderbares Vorhängeschloss. Warum? Weil du immer so schnell einschnappst. Ah, du hast mich auch noch geheiratet, weil ich ein bisschen Geld hatte. Da sagt mein Onkel: Stimmt nicht, ich hätte ja geheiratet, wenn du viel Geld hättest. Dem sagt man eben Vernunftsehe. Ja. Sie hat den Führerschein und er sauft. Sie haben sich geschworen, sie wollen Freude und Leid teilen miteinander. Jetzt geht Tante an jede Beerdigung und er an jede Metzgete. Wenn sie in die Ferien gehen, dann dreht sie den Koffer und er die Verantwortung. Ja, als ich da war, sind wir nicht in die Ferien. Wir haben nur so Tagesausflüge gemacht. Einmal sind wir ein bisschen in den Wald spazieren. Wo wir müde waren, sind wir auf ein Bänkchen gesessen und haben ein bisschen ausgeruht. Auf einem Bänkchen links von uns ist ein Liebesbärli gesessen. Da haben wir gerade gehört, als er ihr einen Heiratsantrag machen wollte. Da sagt die Tante: Du, pfeif geschwind durch die Finger und tun ihn warnen. Da sagt der Onkel: Nicht ist, bei mir hat er keinen pfiffen. Auf dem Heimweg sind wir dann mit dem Tram gefahren. Da steht auf einmal einer auf und sagt: Alle, die links sitzen, sind dumme Hagler. Und die rechts sitzen, sind Ehebrecher. Da steht mein Onkel auf und sagt: Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich bin jetzt schon seit 32 Jahren geheiratet und habe meine Frau noch nie betrogen. Da sagt er mal: Also, dann sitzen Sie auf die Linksseite. Eine Woche später hat es meine Tante mit einer zünftigen Grippe ins Bett gelegt. Ich musste dann von Tabletten holen in der Apotheke. Da fragt der Apotheker gerade den Kunden: So, wie hat das Anregungsmittel gewirkt, das ich Ihnen vor 14 Tagen gegeben habe? Ist Ihre Frau wieder zufrieden mit Ihnen? Da sagt der Kunde: Ich weiss auch nicht, ich war da noch nicht daheim. Ein Kunde verlangt ein Fläschchen Arsen. Da sagt der Apotheker: Haben Sie einen Giftschein? Nein, aber ein Foto von meiner Frau. Ich habe dann die Tabletten genommen und bin dann heim. Und als der Tante ein bisschen besser gegangen ist, sind wir gepostet. Die Tante war gerade am Hosenprobieren. Sie hat ein paar ganz enge Hosen angehabt und sagt zum Mann: Schau mal, die tollen Hosen. Das Modell heisst Mallorca. Da sagt mein Onkel: Du, aber Mallorca ist eine Insel, kein Erdteil.
Nebendran hat auch gerade ein Ehepaar gestritten. Was hast du in dem Sack rein? Schneeketten fürs Auto. Das ist so etwas dummes Zeug, man hat doch gar kein Auto. Ja, du hast ja die letzte Woche auch einen Büstenhalter gekauft. Nachher sind wir bei den Hüten vorbeigekommen. Da habe ich gerade gehört, wo die Frau Generaldirektor zum Dienstmeidli sagt, stellen Sie sich vor, mein Mann hat ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Da sagt das Dienstmeidli, ja, das sagen Sie nur, um mich eifersüchtig zu machen. Vor einem Warenhaus zu ist ein junges Bärli gestanden. Habe ich gerade gehört, was sie zu ihm sagt. Komm, gib mir die Eier und heb du das Baby. Du lässt sowieso alles fallen. Unterwegs habe ich ein Ehepaar überholt. Jetzt, wo ich genau vor ihnen zugelaufen bin, habe ich gerade gehört, was sie zu ihm sagt. Früher hast du mich noch elektrisieren können, wie der Gilbert Bécaud. Hast du mich geliebt wie der Jean-Paul Belmondo. Geküsst wie der Roger Moore. Und hast meine Sinn gereizt wie der Charles Bronson. Und heute, 10 Jahre später, was machst du? Dann sagt er, ja, heute kann ich noch beißen wie der Lässi. Ein bisschen weiter vorne kommt eine Frau springen, fällt ihrem Mann um den Hals und sagt, du Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Wir werden bald das Dritte sein. Ja was? Ja wann ist es so weit? Morgen. Was? Schon morgen? Ja, morgen um 4 Uhr sollte ich meine Mutter am Bahnhof abholen. Die zwei sind dann weitergelaufen. Vor einem Pelzgeschäft stehen still und sie sagt, einen so einen Pelzmantel habe ich mir schon immer gewünscht. Da sagt der Mann, ja, dann hätte ich halt sollen als Schaf auf die Welt kommen. Nein. Mach jetzt keinen Witz. Kaufst mir nicht einen Nerz. Ja, also gut, kommst du einen über, aber das Käfi musst du selber putzen. Der Buchhändler ist unter der Tür gestanden und wo die Frau Sauermann vorbeiläuft, ruft er, kommen Sie geschwind rein, ich habe ein Buch, das Sie ganz bestimmt interessiert. Es heisst 1000 Ausreden für den Fall, dass Sie erst am Morgen nach Hause kommen. Da sagt Frau Sauermann, ja, wieso sollte mich das Buch interessieren? Ja, weil Ihr Mann heute Morgen eins gekauft hat. Als ich beim Fürsorgeamt durchgelaufen bin, ist eine Frau da gesessen und hat gejammert. Mein Mann hat mich vor 10 Jahren verlassen und ich sitze jetzt allein da mit meinen Kindern. Ja, wie viele Kinder haben Sie denn? 7. Und wie alt? Ja, das älteste ist 9 und das jüngste 6 Monate. Aber sie hat doch gerade gesagt, ihr Mann sei seit 10 Jahren fort. Ja, aber er kommt sich halt entschuldigen. Ja, das Umeinanderlaufen macht noch durstig. Als krönenden Abschluss sind wir dann noch auswärts essen. Wo wir wieder heimgekommen sind, sagt die Tante, das war dann eine gefürchtige Phrase, die die uns vorgesetzt haben. Dann sagt der Onkel, ja, das stimmt. Und dabei sind wir doch extra ins Restaurant, dass wir mal eine Abwechslung haben. Oder? An dem Abend sind wir dann gleich ins Bett. Am anderen Morgen sagt die Tante, habt ihr heute Nacht das furchtbare Gewitter gehört? Da sagt mein Onkel, nein, ich habe nichts gehört. Aber warum hast du mich dann nicht geweckt? Du weißt doch ganz genau, dass ich bei einem Gewitter nicht schlafen kann. Am anderen Abend, nach dem Znacht, sagt Tante zu einem, wollen wir noch ein bisschen plaudern? Da sagt der Onkel, ja, ja, ist gut, fang nur ein Fing an, ich lese nur noch schnell die Zeitung. Da schallt das Telefon. Die stand an einem Apparat und nach 8 Minuten hängt sie schon wieder auf. Da meint mein Onkel, was ist ja mit dir los? Das ist ja ein neuer Rekord, nur 8 Minuten. Wer ist es gewesen? Falsch verbunden. Nachher sind sie miteinander auf dem Sofa gesessen. Da sagt die Tante, ja, früher hast du mir am liebsten die Hände gehalten, wenn wir so gesessen sind. Dann nimmt der Onkel die Hände. Dann sagt sie, und dann hast du mich am liebsten geküsst.
Jetzt da gibt er einen Kuss, dann sagt sie wieder. Und dann, magst du dich nicht mehr erinnern, hast du mich doch abends so ins Ohrläppli gebissen. Jetzt steht er auf und läuft zu den Stuben aus. Dann sagt sie, musst du dich jetzt nicht fortlaufen? Wo gehst du her? Ins Badzimmer raus, ich geh die Zähne holen.